Ich wollte gerade sagen, also bevor wir jetzt lange diskutieren, wer das macht, mache ich das einfach, aber... Ja, dann machen wir es einfach wieder so. Du machst die Begrüßung, ich verabschiede. Alles klar. Nachdem wir das geklärt haben damit, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Projekt. Prince of Persia, The Forgotten Sands. Hallihallo. Ja. Ib und Ob war so ein ganz kurzes, Anführungsstrichen kurzes, Zwischenspielchen, nachdem wir gesagt haben, wir haben so lange wieder an Lara gearbeitet. Wir brauchen Pause. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann haben wir uns gedacht, hey, wir haben ja noch ein Prince of Persia da rumliegen. Ja, und dieses wunderbare Prince of Persia hat uns dann vor ein paar Herausforderungen gestellt, was darin resultiert, dass ich das Ganze jetzt ungewohnterweise nicht auf dem Computer spiele, sondern auf der PlayStation. Und ich das Ganze ungewohnterweise nicht auf der PlayStation spiele, sondern auf dem Computer. Ja, denn mein Computer hat das auf dem PC mit Aufnehmen nicht mehr ganz mitgemacht und, ja, dann haben wir uns gedacht, dann tauschen wir doch quasi mal die Konsolen. Ganz genau, dementsprechend ist alles äußerst ungewohnt. Also für mich wahrscheinlich weniger ungewohnt als für Kai, weil ich immer noch, da ich am PC sitze, mit einem Controller hier rumsitzen kann, aber Kai an der PlayStation nicht unbedingt mit einer Tastatur und einer Maus. Richtig, dementsprechend, wenn ich sterbe, ich habe Ausreden dafür. Oh ja, Todeszähler, wir sehen dich bimmeln. Wir hören dich bimmeln und sehen dich steigen. Ja, gut. Das bei mir fortfahren und neues Spiel steht, liegt daran, ich musste mal testen, ob das ganze Aufnahmegedöns auch funktioniert. Du, bei mir steht auch fortfahren und neues Spiel, weil ich mal testen musste, wie ich das Spiel aufnahmefähig kriege. Weil ja, es natürlich mit unseren Methoden, mit denen wir aufnehmen, immer besser ist, im Fenster aufzunehmen. Aber Prince of Persia von sich aus nur einen Vollbildmodus unterstützt. Yay. Yay! Nee, auf jeden Fall, wir haben es irgendwie lauffähig bekommen und dementsprechend würde ich sagen, starten wir ein neues Spiel! Yay! Einverstanden? Bin ich voll mit einverstanden und die Spieldaten dürfen auch überschrieben werden. Fortfahren. Wir haben gesagt, wir nehmen als Schwierigkeitsgrad erstmal normal. Sekunde. Ich habe hier gerade irgendwas mit Upgrades übernehmen. Nein, ich möchte meine Upgrades nicht übernehmen. Denn Erfahrungspunkte werden auf 0 zurückgesetzt. Ja, meinetwegen. Ja, wir nehmen normal! Wir nehmen normal, denn wir haben festgestellt oder uns sagen lassen, man kann, wenn normal zu schwer ist, auch nochmal runterstellen auf einfach. Allerdings dann nicht wieder hoch auf normal. Also haben wir gesagt, wir fangen an mit normal. Eben. Schlechter werden können wir immer noch. Genau. Na dann. So, es lädt. Ich habe noch nicht geduldet. Ich dachte, ich warte auf 1, 2, 3 oder so. 1, 2, 3, 4 Gummipunkte. Okay, es lädt. Ich bin in der Cutscene. Ich auch. Fast. Jetzt. Tropf. Tropf, Tropf. Ich muss mich noch ein bisschen mit den Kopfhörern und dem Fernseher arrangieren. Ja, das hatte ich am Anfang auch immer. Kommt mir bekannt vor. Wo tropft da eigentlich was herunter? Ich habe keine Ahnung. Wer seid ihr? Was habt ihr getan? Als sei ich ein Streuner, der im Palast nichts zu suchen hat. Ich bin ein Sohn von König Sharaman und der Bruder von Prinz Malik, der hier im Namen unseres Vaters regiert. Ich bin nicht auf der Suche nach einer mythischen Armee. Ich bin ein Sohn und ein Bruder. Damit ich eines Tages auch bin der Sohn meines Vaters und der Bruder meines Bruders. Dies war einst das Herzstück von König Salomons mächtigem Reich. Es soll ein Geheimnis der Neffe meines Onkels, das wir zu schützen geschworen haben. Hast du einen Onkel? Wegen diesem Geheimnis, ich hab einen Onkel, ja. Muss die Festung bei anderen Königreichen so begehrt sein. Malik ist hier, damit die Armee einen starken Ich bin klar im Vorteil, ich habe 3. Angreifer abschreckt. Doch auch Malik, du, ich könnte ohne meinen einen klarkommen. So ist es nicht. Wie viele Tanten kannst du vorweisen? Keine. Da kann ich mir 4 vorweisen. Ja, wenn ich mir das überlege, man könnte fast meinen, dass ich erst eine halbe Großfamilie. Ja, siehst du, mein Vater war Einzelkind und... Also mein Vater ist Einzelkind und meine Mutter hat nur einen Bruder.
dafür habe ich hier eine Großtante und sowas. Mein Großvater mütterlicherseits ist eins von 12 Geschwistern, glaube ich. Ja, gut. Wie zum Teufel bin ich da oben auf das Dach gekommen? Ich habe keine Ahnung. Das frage ich mich auch gerade. Oh mein Gott, und schon blutet er. Und darüber ist er ziemlich sauer. Tja, das ist ja. Ja, gut, dann sind wir jetzt wieder im Spiel bei Prince of Persia. Und das ist anders als Lara und ich bin so glücklich darüber. Ja, Controller, vibrier du ruhig. Ah, mein Controller kann ich... Rotes Punktezeug, direkt hinter uns. Was zur Hölle. Direkt hinter uns... Direkt hinter uns war so ein Fass, da war rote Punkte bei mir drin. Oh, das ist Hüpfen. Das ist Hüpfen. Scheiße. Ah, hier ist Schlagen. Ich wollte gerade sagen, links bei den Dingstasten. Das wäre bei mir ja X. Ja, die Befestigungsmauern. Ich gehe gerade die Treppe runter. Ja, da mache ich mit. X zum Springen. Das hätte mich fast verwirrt. Bei mir stand A zu springen und ich wollte X drücken, weil du X gesagt hast. Ja, Prinzi, ist alles super. Prinzi, tanz durch den Raum und ignoriere den Gegner. Finde ich gut. Da, 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 da. Weißt du, ich vermisse gerade so ein bisschen meinen Dolch. Ja, ne? Um die Gegner auszusaugen. Das ist... Wir haben ewig nicht Prinzi gespielt, aber trotzdem... Er wird einen Ausweg kennen. Aber es wird mir nicht helfen, denn dann würde ich da sitzen. Ich hab meinen Dolch, jetzt drück ich eh! Jungs, ihr seid aber schön explodiert. Wandlung. Ich muss Malik finden. Er wird einen Ausweg kennen. Stimmt, Prinzi konnte ja auch... Y, um Feinde umzuhauen? Was ist das denn für eine neue Technik? Jetzt kannst du treten. Man nennt ihn auch den Treter von Persien. Ich brauche unbedingt eine längere Gesundheitsleitung. Prinz! Wow! Was tut denn Prinz? Ich weiß nicht. Er hat es irgendwie so ein Gefühl 2 Meter in die Luft gesprungen. Und jetzt hat er einen Gegner über die Balustrade geschmissen. Das hat er bei mir auch gerade gemacht. Das war sehr verwirrend. Ja, Prinz, das sehe ich ganz ähnlich. Das ist doch nicht die beste Idee, mal hier hochzuklettern. Wand. Bewege mich mit L. Wie gut, dass mir das jetzt mitteilt, dass ich mich mit L bewegen, also mit dem linken Stick bewegen kann. Kai, es ist nicht gut, dass wir letztes Mal so viel Horrorspiele aufgenommen haben. Weil? Es fällt von oben, als ich an der Wand lang krabste, so ein Gegner herab und ich erschrecke mich tierisch und will den umbringen. Ja. Und? Das war so der Moment, ich dachte, da kommt ein Zombie oder sowas. Ja, also du hast Resident Evil 1 durch. Ich hab dann, bis das online ist, hier auf jeden Fall Resident Evil 6 durch. Und 5? Ja, die 5 war ja schon vorher. Oh, das war mein erster Tod. Oh, du hast einen Tod? Ja. Der sagt mir, ich soll Angriffen ausweichen. Ich tue das nicht. Warum? Okay, ich probier's mal aus. Okay, ich hab's versucht und wurde dadurch getroffen. Als ich es nicht probiert habe, wurde ich nicht getroffen. Schön, ich muss erstmal dahin kommen. Ich muss halt, das heißt Wandkrabbelpassage. Alles klar, ich bin bei dem Belagerungsturm. Da kann ich ja mal oben warten. Ja, du kannst am Belagerungsturm warten. Ich glaube, da hast du bei der ersten Testaufnahme auch gewartet. Richtig, aber aus anderen Gründen. Ja, weil ich da nicht hingekommen bin. Eben, weil da dein PC einfach das Spiel eigentlich verkraftet hat. Ich glaube, der hat das Spiel schon verkraftet, nur das zeitgleich laufende Aufnahmeprogramm nicht mehr. Könnte was dran sein.
Ich muss mal sagen, grafisch ist das Spiel schon schön. Also für seine Zeit auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So wie die Sonnenstrahlen hier zu mir runterscheinen. Ich weiß nicht, ich konnte gerade Prinzess Oberarm bewundern. Oh ja, die sind echt schön. Zuschlagen und nicht da weglaufen. Sie sehen die typischen Let's Player. Während der Intro-Sequenz unterhalten sie sich über ihre Familien. Im Spiel bewundern sie die Oberarme des Hauptcharakters. Zuschlagen, wie ihr wollt. Ich brauche mehr Vasen. Ich muss wieder lernen, dass ich irgendwie kommen muss und was nicht so wie von der Wand abschoßen und dabei zuhauen und sowas. Also ich kann an der Wand mich abschoßen und springen, aber noch nicht wieder zuhauen. Na ja. Kommt schon. Okay, ich bin beim Belagerungsturm fertig. Alles klar, weiter. Nächster Wandlauf. In Gefilde, die wir beide noch nie gesehen haben. Ich werde bald übrigens wieder sterben. Stimmt. Ich auch. Okay, da soll ich hoch. Dann gucken wir uns erstmal, ob ich noch was anderes machen kann. Ich sehe da unten noch so Kropfzeug zum Kaputtschlagen. Aber nicht mehr viel. Okay, dann geht's aber hoch jetzt. Egal, ob ich da nicht viel sehe oder nicht mehr viel, aber ich hab's gesehen. Ich bin gerade so glücklich, dass es nicht Lara ist und dass es Prinzi ist, der was kann. Also ich muss das mit den Tasten noch ein bisschen üben. Ja gut, das ist für mich natürlich gerade gewohnt. Lang nicht mehr gemacht, aber immer noch gewohnt. Eben. Ich meine, wir haben schon 3 Teile davon gespielt. Sehr ausgiebig. Teilweise 2-mal. Was denn? 2-mal? Weil uns zufällig so ein paar Dateien abhanden gekommen sind oder warum? Das auch. Einmal, weil uns Dateien abhanden gekommen sind und einmal. Sind sie da gar nicht gestanden? Und einmal, weil ich mir gedacht habe, boah, Teil 1 hat dir so gut gefallen, den spielst du direkt nochmal. Privat. So, meinem Leben geht's wieder gut. Okay. Wo sind die Prinzi? Komm, Prinzi, wann kommen die verrückten Sachen? Also die noch verrückteren Sachen. Ich stelle gerade fest, ich habe doch tatsächlich inzwischen zu viel Assassin's Creed gespielt. Weil? Ich stehe hier quasi hinter dem nächsten Wandlauf und sollte wahrscheinlich durch dieses Tor geradeaus gehen und denke mir, boah, da ist ein Vorsprung, da könntest du dich festhalten, wenn du da nur irgendwie hinkämst. Ja, aber ganz ehrlich, das hatte ich direkt am Anfang des Spiels auch. Ich sehe hinter mir diesen Turm und denke, da kannst du super hochklettern. Ah, okay, hier muss ich runter. Prinzi, das war nicht der Plan! Ich bin tot. Ach, du auch. Ja, ich hab's geschafft, B und A zu verwechseln. Furchtbare Nintendo Switch-Krankheit. Also bist du nach der Fahne gestorben? Nach der zweiten. Also an der zweiten. Und bei der bin ich ja noch dran. Schnell durchlauf. Aber das heißt, du bist dann quasi von der Wand abgesprungen und nicht runtergerutscht. Genau. Schnell durchlauf. Ich war zu langsam. Du warst so langsam für was? Umzeitig genug, irgendwelche Tasten zu drücken. Ich weiß gerade auch bei dem Punkt. Dann springen sie von der Wand ab und ich dachte mir, hä? Oh ja, genau, doch, gerade noch rechtzeitig.
Hey, das ist das Symbol, das immer aufplöpft, wenn ich irgendwas Tolles gemacht habe. Das ist das Symbol, was dann immer aufplöppt? Wenn unten so ein Kontrollpunkt oder sowas erreicht wird. Ach so. Das ist hier auf dem Boden. In einem Raum, wo es sonst nicht rausgeht. Ich frage mich, ob hier was Irres passiert. Prinzi, hoch da. Ach so, das ist ein Schalter, mit Tür aufzumachen. Ich finde es schön, dass diese roten Lichtpunkte hinter mir herwubbeln. Oh, Prinzi, der war schön. Das mache ich gleich auch. Okay. Prinzi, wird das der erste Fallengang oder sowas? Das wird immer noch schlimmer. Prinzi, du hast das Spielprinzip verstanden. Hat er? Super. Eben, ich komme in so einen Gang rein und seine Aussage ist, das wird immer noch schlimmer. Das erinnert mich an Azar. Willkommen bei Prince of Persia, Prinzi. Das erinnert mich auch an Azar. Ich kann Luftsprungangriffe. Ja, mein Prinzi hat sich gerade auf den Kopf von dem Gegner gestellt und hat den dann von da aus erstochen. Das war total cool. Er sagt mir, ich habe eine Uplay-Aktion abgeschlossen. Hat er mir auch gesagt. Wow. Ich bin noch nicht aus dem Raum raus. Ich muss noch mal auf das Dings treten. Aber ich mache erst alles kaputt, was ich finden kann. Okay, weil ich's kann. Ich stehe gerade in dem, also in dem Raum hinter dem Klettergang, der danach kommt. Da warte ich mal einen Moment. Wo irgendwer geschieht. Ja, da ist so ein Gang mit ein paar Wandläufen, wo du am Ende nochmal durch so ein Tor muss. Da stehe ich gerade. Das wird immer noch schlimmer. Ja, Prinzi, richtig. Das wird immer noch schlimmer. Splittern. Das ist an der Wand langlaufen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu früh. Brav gemacht, Prinzi. Jetzt springen wir darüber. Und dann läufst du da lang. Dann. Ja, ich bin hinter dem, in dem Raum hinter der Schaltertür. Dann würde ich sagen, geht's wieder nach oben, wa? Niemals! Warte, da war's in der Wand. Das war dick. Okay. Entschuldigung, Prince of Persia, ich bin wieder voll drin. Geheimnisse finden und sowas. Verlieg! Wie was für ein süßer kleiner Bruder Prinzi ist. Er kann mich wegen, ja. Kann mich wegen des Kampfes wohl nicht. Verlieg! Komm her! Hey. So, dann balancieren wir mal. Okay, das war gar nicht mehr so schwer. Ich hatte jetzt Schlimmes erwartet. Einfach den Boden drücke X, um ihn zu erledigen. Okay. Du musst ihn ja erstmal zum Boden kriegen. Dafür gibt es ja die Y-Taste. Das hier, bei dir müsste das Dreieck sein. Ja. Weißt du, so ähnlich sieht das immer aus, wenn ich den Dolch in der Hand hatte. Dann habe ich ausgesüppelt. Genau. Ist irgendwie vertraut. Aber irgendwie ganz neu. Ja. So, das. Es ist so schön, wie der Vorhang da rumweht und tatsächlich so hübsch kaputt ist. Ja. Kann ich hier auch hin? Dann gehen wir nach hoch. Ne? Okay. Ups. Prinzi, das solltest du nicht machen. Du solltest da hoch. Ich meine, klar, wir haben noch nicht das... Prinzi. Das mit den Tasten noch nicht ganz so drauf. Halte X um einen Power-Angriff. Schön, Prinzi, schön. Ich mag mich täuschen, aber irgendwie ist er jetzt viel sicherer auf den Balken unterwegs. Jetzt schon wieder.
da sind Tonkrüge und Kisten und... Hieran kann ich mich wohl festhalten. Wann willst du dich festhalten, Prinzen? An diesen ganz auffälligen Steinen, die da an der Wand, diese großen Ziegelsteine. Große Ziegelsteine? An der Wand. Ach, die Dinger! Ich habe gerade in eine ganz andere Richtung geguckt und Prinz Sichri, hieran kann ich mich wohl festhalten. Ich guckte ganz verwirrt mich an und mich um. Na, komm, das machen wir auch noch kaputt. Ich habe zwar keine Ahnung, was es bringt, wenn wir überleben hinaus. Okay. Malik, da bist du ja wieder. Und da ist er auch wieder weg. Mensch, Malik. Ich komme dir schon noch hinterher. Ich nehme nur einen alternativen Weg. Ich nehme einen viel... Nein, Prinzi! Du solltest hoch, nicht lang. Hoch! Wow, 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 wow. Ich will hier weg. Hier sind Grafikfehler. Aber üble Grafikfehler. Nein, Prinzi! Nein, 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 da solltest du auch nicht lang. Da könnte es weitergehen. Normal hochlaufen. Ich entschuldige mich bei allen für die üblen Grafikfehler. Nein, Prinz, du sollst nicht auf der Seite, du sollst schon über das Symbol laufen. Nein! Ich hoffe, die Grafikfehler sind nicht abbrechen. Nee, das ist richtig. Okay, okay, die Grafikfehler sind fürs Erste vorbei. Da waren sie wieder. Tut mir leid, furchtbar. Ich weiß nicht, was gerade los ist, warum diese Stelle gerade so extreme Grafikfehler hat. Ja, ich bin mir sicher, dass ich mal nochmal da irgendwo lang gehen sehen muss. Aber es sind sehr interessante Grafikfehler, meine Freunde. Was tun deine Grafikfehler? Das ganze Bild flackert immer mit irgendwelchen Streifen und sowas gerade. Keine Ahnung warum. Ich hoffe, ich komme bald aus diesem Hof raus, weil das scheint da diesem Hof zu liegen. Den ganzen Feuereffekt. Ich bin gerade noch dabei, die Katzenköpfe über den Torbogen. Katzenköpfe über den Torbogen? Ja, ich nenne diese Steine zum Langhangeln jetzt Katzenköpfe. Ah, okay. Meine Güte, Grafikfehler, kriegt euch wieder ein. Nein, Prinz, du sollst nicht hoch, du sollst runter. Wie schwer kann runter denn sein? Ich bin eigentlich immer der Meinung, runter geht immer. Spiel, krieg dich ein! Was soll ich machen? Ein Zug rollen? Juhu! Juhu! Spiel, krieg dich endlich wieder ein! Das wird ja immer schlimmer! Was tut es? Immer noch Bildfehler? Ja, sicher! Das kann die Feuer irgendwie nicht darstellen. In diesem Hof. Dadurch dreht alles durch. Wenn ich jetzt wüsste, ob ich, wenn ich hier weitermache, ich hier auch wieder anfange, dann würde ich das Spiel aber schnell neu starten, aber... Ich würde ja sagen, warte mal kurz, bis ich mich versehentlich wieder in den Tod gestürzt habe. Dann kann ich dir sagen, wo du neu anfängst. Ja, ich kletter jetzt erstmal ein Stück weiter und hoffe, dass die Bildfehler sich gleich wieder einkriegen. Mhm. Und bislang wollen sie das noch nicht so ganz. Mein Prinz, jetzt sollst du hoch. Okay, das war jetzt anscheinend so ein hier kannst du gleich weitermachen Punkt. Letzten Checkpoint laden machen wir jetzt einfach mal. Mhm. Und die Grafikfehler sind immer noch da und zwar, oh mein Gott, furchtbar. Wo bist du denn? Ich bin gerade durch so ein Tor gegangen. Was weiß ich denn, wo ich bin? Hast du schon mehrere... Wo will ich denn überhaupt lang? Habe ich schon mehrere. Bist du schon... Ja, hier durch ein Tor zu gehen, ist mal relativ. Ja, dann sag doch, was habe ich denn schon mehrere? Oder? Irgendwie so Balken, wo man... Ja. Die hatte ich schon. Okay. Oh,
Oh, verdammt, das kann ich mir nicht angucken. Es flackert alles nur noch. Tor noch mal extra irgendwie aufmachen? Nein. Ich stehe jetzt vor so einem Tor, das wir wieder aufmachen müssen und habe eine Katze. Okay. Malik! Begrüßt man so seine Familie? Nee, so begrüßt man die Grafikfehler hinter dir, Prinzi. Okay, ich habe schon mal gespeichert. Das finde ich gut. Prinz, da. Springen ist das hier. Gut, dass du da bist. Das Tor muss auf. Springen ist das da. Oh, ich sehe gerade, ich nehme nur die Hälfte des Bildschirms aus dem Grund auf. Da du es nach oben geschafft hast, ist doch kein Problem. Keinesfalls. Gut, danach kommst du schnell runter. Ja, weil der Bildschirm sich vergrößert hat, nachdem ich das Spiel gestartet habe. Interessant! Ja, meine Damen und Herren, Sie haben jetzt bei mir einen kleinen Bildschirm gesehen, eine ganze Weile. Ich ändere das mal schnell. Begrüßt man so seine Familie? Toll! Schlechter Zeitpunkt für einen Besuch. Wohl doch eher eine schlechte Zeit für einen Krieg. Nun, bei deinem nächsten Besuch lasse ich die Feinde draußen. Gut, dass du da bist. Das Tor muss auf. Die Mechanismen sind auf den Türmen. Wenn du sie aktivierst, öffnet sich das Tor. Da du es nach oben geschafft hast, ist der Rest doch kein Problem. Keinesfalls. Gut, danach komm schnell runter. Ich will Vater nicht sagen müssen, dass du in meine Obhut verletzt wurdest. Deine Obhut?